Man of Medan, zweite Folge. Der Geschichtenerzähler hat uns gesagt, wir haben alles gut gemacht. Und wir machen bündig weiter. Also, wir waren gerade erst dem sicheren Tod entkommen und... Naja, so sicher war es nun auch nicht. Und dieser Klopskopf... Klopskopf? Dieser Klopskopf holt einen Ring von wer weiß woher. Genau, Klopskopf. Wo war der Ring eigentlich? Der Spitzname für ihn. Nebenbei bemerkt, diese Lady war beeindruckt. Ja, gut gemacht, Bro. Wollte Conrad nicht erst Liz helfen und dann mehr Bier holen? Nicht für mich. Vielleicht hat er gedacht, hey, ich trink mal eins und wurde betrunken. Und er hat uns vergessen und weitergetrunken. Und weitergetrunken und dann war alles weg. Klingt, als hättest du Erfahrung mit dieser Art Phänomen. Genau, so geht das schon seit Jahren. Ich suche ihn mal. Oh, da steckte ein Geschoss im Flugzeug. Huh. Es ist unter Deck, wenn du mal gucken willst. Hä? Wir haben das Geschoss und? Mitgenommen. Krass. Zukünftig. Natürlich. Oh ja. Das ist definitiv ohne Zweifel Flakmunition. Das Teil hier. Okay, Leute, hört mal her. Mandschurei-Gold. Wer hat Lust, ein paar Schätze zu heben? Also, Captain? Koordinaten? Ja, das sind Koordinaten. Vielleicht das Ziel des Flugzeugs? Glaubst du, wir kommen bis morgen dahin? Ach, das dauert habt ihr von ein unten paar Stunden, wenn das Wetter so bleibt. Wow. Habt ihr noch mehr? Das Flugzeug wurde wohl abgeschossen. Das war ja übersät mit Einschusslöchern. Ich habe eine Kugel im Rumpf gefunden. Und es war voller Rettungsflöße. Wurde wohl abgeschossen, bevor sie die abwerfen konnten. Hat nur eins gefehlt. Leichtsinnig, alle zusammen. Wie bitte? Ich habe euch gesagt, ihr sollt alles da unten lassen. Ach komm schon, das haben wir doch schon durch. Mir geht's nicht ums Gesetz. Was dann? Aberglaube? Glaubst du das wirklich? Die Toten schlafen nicht gut in diesen Gewässern. Das klingt vielleicht albern, aber ich bin mit der Scheiße aufgewachsen. Ach, komm schon. Niemand weiß, dass wir da unten waren. Und ich glaube, Geister reden nicht. Ihr Amis seid doch alle gleich, oder? Keinen Respekt vor Traditionen. Ihr hättet überhaupt nie zu diesem Flugzeug runtergehen sollen. Das bringt Pech. Ihr meint, ihr könnt da unten alles ohne Folgen plündern, aber jedes einzelne Teil, das ihr mitbringt, hat eine Seele. Es ist wie ein Geist, den ihr nach oben einladet. Schon wieder. Ah. So habe ich nie darüber nachgedacht. Du denkst nie über irgendwas groß nach. Na, hab auch noch nie so coole Geistergeschichten gehört. Das sind keine coolen Geistergeschichten. Das ist kein Spaß. Leute sind ertrunken und ihr müsst ihre letzte Ruhe respektieren. Genau. Brad, kennst du eine Gruselstory? Ja, die will ich hören. Ja, ich hab was gehört, dass hier irgendwo passiert ist. Lass mal hören. Wir können was Gruseliges brauchen. Raus damit. Dein Seemannsgarn ist bestimmt gut. Die ist aber echt krank irgendwie. Mach uns Angst, Brüderchen. Okay, los geht's. Eine wahre Geschichte, die genau hier passiert ist. In einem alten Leuchtturm. Klassisches Szenario. Warte. Sie soll wahr sein? Wo hast du sie her? Ach nun, bei den Docks habe ich einen steinalten Mann getroffen. Haut wie Leder, Augenklappe, Holzbein, die ganze Palette. Für einen Dollar erzählte er mir alles. Okay, es geht los. Der Leuchtturm Alex stand auf Minus. Einem Atoll, isoliert vom Rest der Welt. Ein einsames Licht in der Nacht, Zuflucht der Matrosen. Der Leuchtturmwärter hörte die Wellen aufs Ufer schlagend. Eines nebligen Morgens trifft er eine Frau. Sie ist voller Blut und stolpert den Strand entlang. Er eilt ihr zu Hilfe und sie fällt schluchzend in seine Arme. Während er sie eilig zum Leuchtturm bringt, fragt er sie, wo sie herkommt. Er verschwendet keine Zeit. Lässig. Mein Pferd ist. Psst. Danke. Die Frau sagt, ich wohne hier, im Leuchtturm. Meine Eltern sind gerade oben. Wendung? Natürlich sagt der Leuchtturmwärter, das kann nicht sein. Er lebt seit Jahren allein. Und die Frau wird hysterisch und schwört, ihre Eltern seien oben. Also gehen sie nach oben und da, verteilt auf dem Boden, liegen ein Mann und eine Frau, brutal ermordet mit einer Axt. Immer eine Axt? Ich meine, wer benutzt denn heute noch Äxte? Ich erzähle nur die Fakten, ungeschönt. Zerhackt in winzig kleine Stückchen. Mit einer Axt. Weißt du, manchmal muss man die Fakten aufhübschen, um eine tiefere Wahrheit zu enthüllen.
Ist okay. Okay, also, wer war's? Oh, ich kann mir jetzt aussuchen, wer es war. Also, die Frau, immer noch hysterisch, sagt, ihr Ehemann war es. Und er ist noch da. Im Wandschrank. Haha, der Ehemann, was? Soll das eine Warnung an zukünftige Beute sein? Hey, keine Rückzieher. Du bist verlobt. Der Leuchtturmwärter kriecht rüber zum Schrank, öffnet die Tür und da ist ein Mann im Schrank. Aber seine Kehle ist durchgeschnitten. Voller Entsetzen geht er hin und betrachtet das Gesicht des Toten. Näher, näher. Und er sieht sein eigenes Gesicht. Dann quellen die Augen raus und er schreit. Oh, ach, das ist eklig. Heyo, super, witzige Jumpscare. Was war das denn? Nicht schlecht, Kleiner. Was war das? Ich fand sie gut. Ziemlich cool. Das war ganz schön billig, Kumpel. Okay, ihr hattet alle euren Spaß. Wir sollten schlafen gehen, das Wetter wird schlechter. Nein. Denn gemäß den Standardschiffsregeln müssen wir noch ein Bier trinken, bevor es in die Haie geht. Was für Regeln sind das denn? Das sind die Standardregeln des Institutionsprotokolls unter Division 1099. Aha. Wo hast du das gelesen? Im Internet. Oh, also sagt dir eine Website, dass du unter allen Umständen Bier trinken musst? Ich befolge nur Befehle, Ma'am. Mir gefällt diese Website. Roger, mein Freund. Ich bin raus. Weiß nicht, so ein kleines Schiff und so ein Gewitter ist auch irgendwie. Das kleinste Gewitter. Alter. Stimmt, da gerade. Das sind die Fischer von vorhin. Oder Gespenster. Warum machen die so einen Krach, verdammte Scheiße? Der Fischer von vorhin. Warum? Verstehe ich nicht so wirklich. Entkleben finde ich gut. Ach so. Einmal Rasur. Gern geschehen. Ja, okay, wir entkleben uns alle gegenseitig. Das hat schon ein bisschen was Sexuelles auch. Gut, dass wir alle nicht reden. Oh, habe ich den einen so verpasst? Cool. Sehr cool. Hey! Verdammt! Aufhören! Nein! Bin fast frei. Schlechte Neuigkeiten. Wie bitte? Das kann noch schlechter werden? Ja, also das sind vielleicht die Fischer, die ich etwas aufgezogen habe. Oh, verdammt, Conrad. Doch gute Neuigkeiten. Großartig. Oh, ich habe sie erkannt. Wieso ist das gut? Ich dachte, du fragst erst nach guten Neuigkeiten. Du bist so ein Idiot. Himmel! Wir müssen uns befreien, sofort. Keine Chance. Scheiße.
zu spät. Ah! Arschloch! Ich kümmere mich später oder so. Niemand weiß, dass ihr hier seid, meine Lady. Das seid ihr ganz. Sie können doch da abschließen, oder? Das hat doch unten drunter, guck mal, einen kleinen Schloss. Du kannst mich mal abschließen, du Stück Scheiße. Du hast sie gehört. Kannst du schon einen von der anderen Seite spielen? Au! Oh. Ich denke auch nicht, dass das geht. Oh ja, so behandelt man eine Lady. Spielt die schon wieder ein mit dem blauen Auge. Oh nein, sie töten ihn. Fuck. Stopp! Toll, jetzt muss ich damit zugucken, oder was? Langsam. Ruhig. Sind schon cool. Bitte. Hör auf, Mann. Wir beenden das später. Ich hätte ihn auch beleidigen können. Halt sie mal noch hin! Ich habe keine Wahl. Keine Handhabe. Julia, sie kommt zurück. Leute, wir haben ein Problem. Oh. Warum? Oh Himmel, Conrad! Die sind nicht gut drauf und die wollen uns später töten. Okay, und cool. Halt! Halt dein, Alex! Aufhören, lass sie los! Die Handschellen sind ab. Wie ist denn das geschafft? Schwachkopf! Halt die Scheißfresse! Hey, verlass dich drauf. Den schlagen Fliss und Julia die Köpfe ein. Nicht andersrum. Es scheint schon ziemlich dicke mit ihnen zu sein. Ja, der hat doch immer noch die Nagelschere. Stimmt, der Bruder fehlt. Wo ist denn mein Bruder? Oha. Der Bruder fehlt. Ich weiß nicht. Er ist bestimmt okay. Okay. Dreh dich um. Versteck deine Hände, wenn wir Julia haben. Hey, der hat doch eben gerade gegen die Wände gehauen. Vielleicht überraschen. Gleicher Gedanke. Okay, sie kommen. Warum holen die da jeden Einzelnen raus? Nein, verdammter Mist! Warum ist Fliss die ganze Zeit bei denen? Nichts gemacht. Sie haben nach unseren Eltern gefragt. Was? Wie viel Geld sie haben. Alex, tut mir so leid. Was ist denn? Sie haben meinen Ring. Hey, schon gut. Schon gut. Eine Erpressergeschichte wird das, okay. Können wir nur abwarten, was sie mit uns vorhaben. Vor allem, was mit diesem Bruder los ist, der kann ja nicht so weit sein. Also, wo soll der hin sein? Sam, die haben den gekillt, als wir geschlafen haben und über Bord geworfen. Vielleicht haben wir es einfach nicht mitgekriegt. Acht Sekunden. Oh, der Seite ist fucking Zombie weg. Sie kamen auf einem Boot, nehmen wir das doch. Ja. Das ist ein Schnellboot. Der Cheftyp, der hat eine Knarre. Vielleicht schafft es einer von uns zum Boot. Hilfe holen.
Wenn ihr sie ablenkt, komme ich aufs Boot. Der Typ mit der Knarre wird nichts merken, bis ich lange weg bin. 7 Sekunden. Ich kann durch das Fenster raus, wenn wir diese Dinger knacken. Zu laut, das hören Sie. Wir knacken sie, während es donnert. Ah, gute Idee. Ich gehe durch das Fenster und dann zum Boot. Und ihr lenkt sie ab. Conrad, du konzentrier dich und geh zum Boot. Conrad wird sterben. Okay, dann los jetzt. Ich krieg das hin. 2, 3, 4. Wir müssen auf den Donner warten. 6. Jetzt. Ich konnte nicht drücken. Teufel, Jungs! Okay. Wir haben es verkackt, okay. Conrad, geh auf das Boot! Er hat einfach immer weitergezählt, der Kerl. Hä? Oh, jetzt muss ich wieder mein Herz holen. Hä? Ach so. Ich geh auf den Kopf. Bleib hinten! Halt die Augen auf! Fallen lassen, Alter. Chip. Toll. Scheiße, Zwickmühle. Oh nein. Ein von ihnen, ein von uns. Ich schaff das. Ich regel das. Läuft doch alles gut. Was tust du, du hast doch Idiot? Auch einen von denen, oder? Denk nach, was du tust, Bursche. Wir haben beide, das ist voll gut. Der soll mal die Knarre wegnehmen. Geh aufs Boot! Hilfe! Los! Das Kind will mich umbringen, Oswald. Ja, so nämlich. Was soll ich machen? Nein, ich hab versaut. Schatz, Mann. Scheiße. Meine Schuld. Was ist los? Jetzt! Alex, das ist verrückt! Runter von unserem Boot. Euer Boot. Ich bin jetzt der Captain. Kannst du ihn überwältigen? Mach die Arschlöcher fertig. Ich kann nichts machen. Mehr. Oh Mädchen, komm schon. Mach's nicht. Verängst? Was soll ich machen? Runter von unserem Boot oder du gewinnst? Keine Ahnung. Runter von unserem Boot. Los. Oh yes. Nicht gut. Ganz schlecht. Das ist deine Schuld! Ganz allein deine Schuld! Ist sie tot? Bring sie nach und nimm die. Benutze sie, falls nötig. Setz euch! 1, 2, 3. Da drüben. Du, genau hier. Setzen! Anscheinend ist sie echt tot. Arrêtez, bon de con! C'est mon bateau! Wir haben jetzt schon eine verloren. Stop! Ferme-la! Ou je te mets mon poing dans la gueule! Aber es kam kein Raben, der ist, glaube ich, noch nicht tot. Oswald! Komm her! Wer erzählt mir denn jetzt von diesem Mandschurei-Kult? Wo ist der Bruder? Bruder ist weg und sie ist irgendwie, keine Ahnung, tot oder doch nicht tot? Vielleicht oder? Nur bewusst. Ja, ist sie doch. Ist okay. Ich bin da. Ist okay. Alles wird gut, JJ. Wie konnten wir nur so dumm sein?
Und dabei haben wir noch Glück gehabt. Ich könnte tot sein. Was hast du dir gedacht? Toll, dass du jetzt rechtfertigen musst, was ich ausgewählt habe. Ich hätte nicht gedacht, dass er schießt. Okay, jetzt haltet die Fresse! Lass uns doch einfach nur reden. Du willst reden? Dann aber leise. Ach komm schon, wir vertreiben nur unsere Zeit. Seid still. Der Kapitän sagt, haltet den Mund. Also bitte. Oh, wir laufen jetzt bestimmt auf. Boah. Riesen Militärschiff. Geister. Ghost, die Schatten. Wow. War das gerade unser Motor, der gemacht hat? Ich hab's nicht verstanden. Okay. Alle sind noch am Leben. Das hätte auch anders kommen können. Alle sind noch am Leben, ja. Ja, manche mehr, manche weniger. Gutherzig, wie ich nun einmal bin, möchte ich Sie auf das vorbereiten, was Ihnen bevorsteht. Oh. Gespannt? Ja, etwas. Neugierig. Okay. Okay, Sie sind sich einig. Hier ein Hinweis. Der Kaufmann von Venedig, Akt 2, Szene 7. Der Prinz von Marokko holt eine Schriftrolle aus dem Auge eines Schädels und liest: Alles ist nicht Gold, was gleißt, wie man oft euch unterweist. Jedenfalls haben sie nun einen Punkt höchster Verzweiflung erreicht. Ja, ich glaub, und Schatz möchten unbedingt gut. zu ihrer Geschichte zurückkehren. Aber eines nie noch. In solchen Geschichten. Es ist vielleicht nicht alles, wie es scheint. Ah ja, okay. Es ist nicht alles, wie es scheint. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. La porte! La porte! Vite, la porte! Ein Eingang. Cool, cool. Ja, warum nicht? Gehen wir aufs Totenschiff. Retire la tête d'animal. Nicht, aber weißt du, was ich mich frage? Warum keiner von denen Schuhe trägt? Also wirklich keiner. Echt? Keiner trägt Schuhe, ja? Die sind alle barfuß. Selbst die Diebe oder. Die sind halt immer auf Wasser unterwegs. Das sind sowas wie Piraten. Die Luftfeuchtigkeit da ist so hoch, dass die keinen Fußpilz kriegen wollen in den Schuhen. Oder sie wollen ihre Schwimmhäute lüften. Schwimmhäute? Ja. Kannst du schnell Fuß sehen? Nee, vielleicht. Sind es mehr Jungmänner? Mehr. Gott. Nö, echt nicht. Los, beweg dich. Ist halt schon auch ein ziemlich einzigartiger Lost Place, ne? Mhm. Laufen wir gerade selber? Ja. Oh. Wir könnten jetzt doch einfach weggehen, ein bisschen rummachen. Ah, nee, warte mal, ich bin verlobt. Ja, und ich bin dein Bruder, verdammt. Ach so, stimmt. Sorry. Was hast du da? Hey. Was für ein dummer Idiot, ey. Wie kann man denn so blöd sein? Ich kann es mir dann irgendwann wieder unten angucken.
ganze Zeit unten liegt. Hoffentlich sterben die alle, die anderen. Warum nehmen die uns eigentlich mit? Was wollen wir da? Na los, schon. Marsch! So sinnlos. Das könnten die uns nicht auch auf dem Boot lassen, eingesperrt. Ich meine, okay, wenn sie jemanden zum Schleppen bräuchten, aber so. Los! Was war das? Neben mein Arm, Ralf. Das ist ein Wichser, ey. Achso, ich dachte, das war noch ein Stück von der Handschelle. Los! Alter! Ich verstehe es nicht, warum die so aggressiv sind. Auf sowas hier hätte ich gern verzichtet. Irgendetwas stimmt hier überhaupt nicht. Stehen echt alle Haare zu Berge. Willst du mal vor? Ja, gerne. Was haben die jetzt mit uns vor? Ja, das frage ich mich auch. Mehr! Was war das? Oh, Scheiße! Na? Was denn? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war nur eine Ratte. Na los, marsch! Oh, schön! Jan, braucht dich hier! Alles gut? Die Nerven. Okay, ja. Ihr alle in den Raum. In den Raum. Cool, hoffentlich sterben jetzt die anderen. Zum Sterben zurückgelassen. Wir brauchen Licht. Was? Ich habe mich hier zum Sterben zurückgelassen. Oh. Der hat uns tatsächlich Licht gegeben. Das war nicht zu erwarten eigentlich. Nee, deswegen hat er ja auch so, oh, danke gemacht. Okay, wir haben zwei Leute mit Lampen, das ist gut. Cool. Pass vor einer Schriftrolle im Schädel auf. Okay. Zur Hölle sind wir denn hier? Warum? Weil der Geschichtenerzähler das gesagt hat. Kann kein gutes Zeichen sein. Nach unseren Beobachtungen ist dies eine Art Schiff. Und noch dazu ein verlassenes. Daher würde ich mal vermuten, dass es irgendeine Art verlassenes Schiff ist. Ach echt, Sherlock? Schreibst du auch ein Buch drüber? Sei etwas nett, Fliss. Er braucht das. Sitzen wir nicht einfach rum. Wir brauchen einen Plan. Wir sind nicht unbedingt in der besten Position, um irgendetwas zu tun. Hey, Fliss ist so dumm. Wenn ihre Aufmerksamkeit nachlässt, nutzen weißt wir du, die Chance. Weißt du, die kann mit niemandem irgendwie auf einer guten Wellenlänge sein. Die wird irgendwann sterben. Ich würde gern alle retten. Ja, Mann. Dem rostigen Kahn fehlt eine Tetanusspritze zum Ozeanboden. Ja, seien wir wachsam und warten einfach auf den richtigen Moment. Wir müssen zurück zum Boot und Brad finden. Was ist mit ihm? Keine Ahnung. Sie haben unsere Verteilerkappe. Ohne die kommen wir nirgendwo hin. Warum schließen wir ihn nicht kurz oder so? Verteilerkappen kann man nicht überbrücken, okay? Diese Arschlöcher wissen genau, was sie tun. Während diese Typen nach Mandschureigold suchen... Fliss ist die ganze Zeit unten. Und kriegt die halt nicht hoch. Sollten wir die Chance nutzen und nach einem Weg hier raussuchen? Ja. Ja, immer, bei egal was. Warum das wohl abgerissen wurde? Schwerlich explodiert, das sagt die Maschine. Danny, tu fous les soutes. Les soutes? T'es sérieux? T'as vu l'endroit? Ça tombe en ruine, Olson. Et j'ai pas les outils pour y arriver. Was que... Vielleicht finde ich irgendwo eine Panzerfaust oder sowas, mit der wir die Tür aufkriegen. Oder ein Luftschacht hinter einem Schrank. Hey, sieh mal hier! Da kommst du ins Bild gekrüppelt. Ich weiß nicht, ich würde schon gerne hier drin in dem Raum bleiben. Warum? Ich weiß, dass die anderen alle sterben werden. Wow, wir wissen nicht, wohin dieser Schacht führt. Dann finden wir es doch raus. Soll ich ein Loch in die Wand schlagen? Nein, ich mach das. Wir brauchen eine Ablenkung. Das wird laut. Wir brauchen eine Ablenkung. Halt! Vielleicht sollten wir die Tür verbarrikadieren.
Versperren oder ablenken? Deine Wahl. Ey, ich warum hab schon keiner gegen den Schacht? Verpasst. Lass mich mal. Nein, musst du lieber nicht, weil ich mach grad gar nichts. Ja, ich kann nichts dafür. Wie? Weh, aber gegen die Tür nicht nach außen aus? Ja, das wäre natürlich dämlich jetzt. Das sieht gar nicht nach außen aus. Phyllis, schnell! Lass mich hier zurück jetzt. Anscheinend, ja. Oh, hart. Lass sie echt zurück. Oh ja. Sind wir nun sicher? Wir sperren sie aus. Nein, scheiß drauf! Wir müssen Phyllis holen. Sie wurde wegen mir geschnappt. Ja, Mann. Niemals. Keine Heldentaten. Wir müssen schnellstens ganz weit weg. Was für ein Scheiße. Du hast recht. Hä? Ich konnte nichts auswählen. Das ist nicht meine Entscheidung. Okay. Wo läufst du? Wer ist das? Ich bin Julia. Krass, warum läuft der einfach so krass da lang? Was ist keine Ahnung. Trennen wir uns doch alle. Nein, guck mal, wir zwei nicht. Nee, wir zwei nicht. Seit unserer Geburt. Sind wir Zwillinge? Ah, warte, leider. Hier wäre schon mal ein gutes Versteck, der Wäschesack. Ich kann ja. Da war noch geheimnisvoll. Oh! Oh, alles gut bei dir. Ja. Oh, ich sehe hier schon ein bisschen Nebel auf dem Boden. Das ist nicht cool, guck mal. Okay. Ja, das war's hier. Wir haben ihn jetzt einfach gehen lassen, ne? Hä? Ja, wenn der einfach wegrennt. Ich meine, der ist mein Ehemann, wenn der nicht bei mir bleiben will. Ja, geh was denn weg so, eigentlich. Ja. Wir haben jetzt eine einfach zurückgelassen. Oh, da stand eine Frau! Was? Das war ich, oder? Wo stand eine Frau? Nochmal rechts zurück. In der Ecke stand eine Kapitänin. Was? Direkt da in der Ecke. In der? Nein, in der anderen. Ich hab jetzt ein bisschen Schiss. Soll ich wieder zurücklaufen? Ich will es eigentlich nicht sehen. Ja, ich... Ich hab nichts gesehen. Ich kann nicht in die Ecke gucken. Okay. Ja, krass. Da stand einfach eine Kapitänin. Hast du dir vielleicht nur eingebildet? Nein, ich schwöre. Ich schwöre es dir. Hier müssten Dutzende Leute an Bord sein. Nicht mehr Hunderte. Hier ist irgendwas drin. Spielt einem der Verstand Streich. Das Zeug ist noch hier. Was machst du da? Ich glaube, ich krieg wieder ein Flashback. Ui. Oh, ich hab gerade gesehen, wie der Typ stirbt. Mein Ehemann. Also wir kommen raus, nur er nicht. Okay. Oder irgendwann stehen wir auf jeden Fall zwischen der Tür mit ihm. Oder? Ja? Ja, ich habe ihn gerade noch gesehen. Oh, das ist ein Video. Und cool, ja, jetzt wird er sterben, oder? Mach doch das Licht aus! Gehört. Oh, müssen wir jetzt wieder Herzton. Kann schon gut sein, ne? Gut möglich. Was ist das? Das brauchen wir für unser Schiff, sonst läuft es nicht. Ach so, okay. Das müssen wir uns holen quasi. Sie uns schnappen? Wir müssen sie holen. Oh oh. Y a quelqu'un?
schätze, das ist keine gute Idee, was? Ja, Mann. Ist es nicht wert. Nicht wert? Müssen wir, aber sonst läuft unser Boot halt nicht. Ja, sonst kommen wir hier niemals weg. Außer wir sperren die anderen halt für immer in diesem Schiff ein. Aber dann sind wir immer noch hier auf dem Schiff. Ja. Halt treiben okay. Lassen. Qui est là? Je vous ai entendu. Ist es Französisch? Qui est là? Oh, was? Ach so, stimmt ja. Klar. Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas. Ta gueule. Ja, Französisch. Je veux savoir où sont les autres. Warum reden die Französisch? Ich weiß nicht. Wir folgen ihm. Nicht aus den Augen lassen. Warum klappern wir so krass? Hä, wer bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt der da? Ich will nicht der sein, ich sterbe. Warte mal, nicht so schnell, hier ist was. Ich bin jetzt Fliss. Entkomme Danny. Sag mir, wo wir hingehen, verdammt! Ach, du bist gar nicht bei mir. Nee, nee, ich bin Fliss und werde gerade abgeführt. Mit einer Waffe im Nacken. Scheiße. Oh, eine Brechstange. Ja, nimm dir das Ding. Zeug! Ich schwör's, hier waren wir schon, Alex. Hast du uns im Kreis geführt? Hä, hey, hier waren wir noch nicht. Was ist los mit dir? Oh, verdammt. Warum hab ich die denn immer? Nicht immer. Ich hatte auch schon einen. Scheiße. Oh Gott. Alex, was ist denn? Langsam könnte ich einfach mal von dem wegrennen. Der läuft nicht so nah hinter mir eigentlich. Ugh. Sieh doch mal selbst. Wow. Ich hab eine Leiche gefunden. Okay, komm raus! Zeig dich! Hast du eine Leiche gefunden? Ich glaube. Vielleicht auch nicht. Hä, was hat die für eine Paranoia? Wir waren hier noch nie. Warum denkt ihr das? C'est quoi ce bordel? Hallo? Was ist los mit dir? Zum Teufel. Erinnerst du dich in der Intro-Sequenz, dass ich so ein Kind gesehen habe und du nicht? Ja. Der Kerl hier, der mit der Knarre, der mich eskortiert hat, der ist gerade vor irgendwas weggerannt, weil ich nicht sehen konnte. Und anscheinend jetzt gestorben. Der Augentyp? Nee, das war glaube ich der andere, der mich eskortiert hat. Oh, verdammte Scheiße, das mache ich nicht. Was ist los? Nein, wir gehen weiter. Doch nicht in den seinen Mund. Wo ist der Bruder hin? Conny, wo zum Teufel bist du? Scheiße, Raben. Vielleicht ist der Bruder tot. Er ist bestimmt vorgelaufen. Conny? Conny ist tot. Ganz schön fertig aus, die Leichen, ey. Oha. Krasses Meine Leiche Bild. Sah noch frisch aus. Die hat... Oha. Komm schon. Sei ein guter Mann. Nein, bist du dumm? Geh wieder zurück.
Ey, ich glaube, du könntest mit Zombies gar nicht so falsch gelegen haben. Und oder Geister. Ach du Scheiße. Du Scheiße. Geisterzombies. Ja, das ist neues. Was geht hier vor sich? Uns wurde gar nicht gezeigt, dass wir springen können und so, ne? Können wir hier nicht. Also ich komme mit der linken Maustaste. Mit der linken Maustaste konnte ich wo runterspringen. Hast du das gerade? Hast du gerade geschrien? Ja, gut möglich. Mit der dem Tod jetzt schon zweimal ziemlich nah. Das sind Zombies. Nein. Oh nein. Der Bruder ist ein Zombie. Nein. Doch. Nein. Hä? Hey, doch! Mann, der wollte mich gerade beißen. Ja, blöd. Gelaufen. Aber nein. Ja, doch. Eindeutig. Und gerade stand er als Geist hinter mir. Was ist hier los? Hier brennen Kerzen. Okay. Eher unwahrscheinlich, oder? Ein Blutbrunnen, wie schön. Ach du heilige Scheiße. Was ist denn hier passiert? Oh, ich mache jetzt gruselige Sachen. Ich auch. Ich werde jetzt wahrscheinlich gleich in den Sarg reingucken. Oh nein, das Licht ist ausgefallen. Oh Mann, verflucht, ja. Perfekt. Verflucht. Wunderbar. Ja. Erschrecke ich mich jetzt schon wieder? Alter, ey, was ist los mit dir? Oh nein, das Licht ist ausgefallen. Oh Mann, verflucht, ja. Verflucht, ja. Erschrecke ich mich jetzt schon wieder? Alter, ey, was ist los? Das ist gerade richtig krasser Horror, ey. Was ist da los mit diesem Spiel? Kannst du mir das mal verraten? Ja, Jumpscares. Nein, das ist mehr als nur Jumpscares. Okay, cool. Das hört gar nicht mehr auf. Im vierten Teil waren die nur so ein bisschen gestreut, ne? Hier ist schon ein bisschen häufiger. Wie gesagt, das hört gar nicht mehr auf. Toilette voller Blut, okay? Jetzt halt mal die Luft an. Besonders mein Typ ist so, ey, jetzt lass mal den Scheiß. So langsam nervt's. Ich bin in dem gleichen Raum wie eben, der sieht einfach ganz anders. Oh nein, noch mehr Leichen. Können wir das mal sein lassen? Ist es eine Art Zeitverschiebung oder irgendwas spielt meinem Gehirn Streiche? Bisschen wie Ghost Ship. Kenn ich nie.
Das ist schade, wir sollten den echt mal gucken. Können wir. Ich hab den früher gerne geguckt. Überall Skelette. Skelette? Skelette, ja. Wo ist eure Haut? Wo ist die ganze Haut? Ich verstehe gerade nicht, was hier los ist. Es wäre cool, wenn du mich irgendwann finden würdest. Ja, ja. Es wäre cool, wenn ich irgendwas finden würde. Ich glaube, ich bin bei dir in der Nähe. Du schreist. Ich? Nein, ich bin ganz ruhig gerade. Alex? Was? Julia? Hier komme ich nicht mal. Du bist irgendwo unten, oder? Ja, weiß nicht. Ja. Oh Gott, ich springe einfach. Was habe ich getan? Oh, Scheiße. Nein, ich habe den verloren. Autsch. Ich bin ja dumm. Das bin ich. Oh, oh. Das ist nicht mal aus. Wer läuft da auf mich zu? Das bin ich. Verraten dürfen. Auf, Bro. Tschüss nicht. Oh Gott, jetzt geht's auf mich zu. Mehrere Zombies. Mehrere, ich bin nur eine. Einmal Szenewechsel. Wer ist hinter uns? Glubschaugentyp. Ah, okay. Hey, was ist los? Der ist ja jetzt nicht so hart gelandet. Das Wasser. Das ist das Wasser. Das verstehe ich nicht ganz so. Tauch auf. Ja, das ist ihr Boy, der ist schon tot. Oh nein. Irgendwer ersäuft da gerade. Ich. Ich würde dich ja gerne retten kommen. Ich ersäufe, trink doch nicht. Oh Gott, das sind zwei von euch, verdammte Scheiße. Hey, der Zombie rettet dich jetzt. Jetzt ist es schwarz, ich sehe nichts mehr. Es ist alles schwarz. Hey, du stirbst. Nein, ich ertränke ihn. Ich hab's nicht geschafft. Verdammt. Jetzt ertränkt. Hilf mir. Ich ermutige dich. Yes. Gut, dann darf ich es nochmal probieren. Los, um dein Leben! Fuck, das war sauknapp. Ich glaube, ich hab's geschafft. Noch nicht, vielleicht greift er gleich wieder an. Nicht. Also, der Kerl hat dich gerade gerettet und danach habe ich ihn getötet. Ich weiß nicht mehr. Okay. Ich habe vorhin diesen Brudertyp tot gesehen. Ja, der könnte. Danke. Das wär's gewesen. Tut mir leid, aber das war richtig so. Er oder wir. Fuck! Okay. Bei mir sehen alle aus wie Zombies, bei dir nicht. Ich hab nur Spock, Entschuldigung. Das ist ja abgefahren. Komm schon! Weg hier! Was mit denen denn auch nicht?
Ihr wolltet mich überraschen mit dem ganzen Piratenabenteuer-Ding. Und ich muss sagen, das war eine gute Idee. Ganz ehrlich. Ich meine, die ist lustig, echt lustig. Aber die angeheuerten Typen treiben es einfach zu weit. Ich weiß ja. Ihr wolltet nicht viel ausgeben, aber das. Wisst ihr, was ich meine? Oh, Scheiß. Wenn ihr die Typen also loswerden wollt, dann bin ich dabei. Oh nein, ich war schon wieder nicht. Conrad, hey. Oh, Scheiße. Conrad. Ist sie die Horrorfrau? Nein, du rennst von mir weg. Aber du kannst fast die Wand einschlagen. Ich bin gestolpert und in die Wand gefallen. Das bist du nicht. Also die ständige Aufgabe ist, uns selber gegenseitig zu finden, endlos. Ja, aber nicht uns gegenseitig zu töten. Oh nein. Ich sehe, dass unser Autoding irgendwann kaputt geht. Da fällt was drauf. Unser Bootding, was wir brauchen, um wegzukommen. Oh, super. Das geht kaputt. Gut. Hä? Unmöglich, das kann nicht sein. Oh, das fühlt sich mir blöd. Ich bin voll dem Wahnsinn verfallen, glaube ich. Also der Superreich wird auf jeden Fall schon völlig Banane im Kopf. Oh mein Gott. Hä? Studie zur Wirkung der als Mandschurei-Gold bezeichneten Chemikalie auf Menschen. Also dieses Mandschurei-Gold, da geht es nicht um Schatz, sondern um eine Chemikalie. Die Chemikalie darf unter keinen Umständen Flüssigkeit, großer Hitze oder Elektrizität ausgesetzt werden. Flüssigkeit. Und die wird auf einem Boot getestet. Super, ne? Also hat die sich irgendwie mutiert oder sowas? Mutiert und wirkt jetzt irgendwie psychedelisch oder sowas. Löst Wahnvorstellungen aus. Das sind aber irgendwie ein bisschen mehr als nur Wahnvorstellungen. Irgendwie schon. Ich komm zu dir. Ach du Scheiße, jetzt bist du. Ich bin's. Okay, jetzt bin ich. Hey, ich bin's. Liz, alles okay. Hey, Junge. Oh, krass. Ja, ich hab mir auch. Wer war der Kerl da hinten? Fuck. Oh, du hast mich verletzt. Wem weichst du da gerade aus? Da dir. War niemand. Da doch. War niemand. Mich so zu beleidigen. Ist Tatsache so. Du bist echt gruselig. Ach du Scheiße. Ja, Ami. Fuck, ich hab's nicht geschafft. So, warte doch. Nein. Oh Gott. Oh, wieder ein bisschen. Supi. Stürze ich ganz weit. Au, Kopf. Oh, au. Das war schmerzhaft. Ich glaube, ich bin tot. Oh, ja. Nein. Ich bin tot. Ja, volle Körne tot. Der erste Tod in dem Spiel. Fuck. Oh Mann. Ja, überall Blut. Ja, scheiße. Wie ist das passiert? War das ein Versehen? Oder? Ja. Ich musste super viele Sachen drücken. Rechts, links, S, W, S. Oder wow. Andersherum, um das zu retten. Schade. Nicht schlimm. Den Rest kriegen wir hin. Der war eh ein Arsch, oder? Hast du nicht von Anfang an gesagt, du bist froh, wenn der von den Fischen gefressen wird? Ja, trotzdem. Ich denke, der erste Tod ist ein positives Ende für die Folge. Und der nächste ist dann in der nächsten Folge dran. Cool. Dann darf ich mal einen töten, ja?